Herzlich willkommen auf der Bühne, Steve Ohlig. Wir fangen mal mit dir an. Ihr kommt beide, ihr seid sozusagen, wie machen wir das? Ich stelle mich mal in die Mitte. Ihr habt ein Mikrofon. Na, ihr macht das so, sehr gut. Also, ist dein Mikrofon schon scharf? Hören wir dich schon? Es wäre schon an. Sehr gut. Dann geben wir der Technik noch 2 Sekunden, das grüne Mikrofon noch anzumachen, damit wir den Steve auch noch hören. Und bis dahin. Okay, wir hören noch keinen Steve. Das heißt, wenn das FOH bei uns ist, könnten wir gerne noch das grüne Mikrofon gebrauchen. Sonst wird das Gespräch ein bisschen einsam. Dann haben wir nämlich nur Fragen und brauchen ganz viel Kreativität, uns die Antworten zu denken. Das stimmt. Ich würde mein Mikrofon auch teilen. 10 Sekunden. Na gut, bis dahin kriegen wir das überbrückt. Und ich starte einfach schon mal mit der ersten Frage. Und du kriegst für die Antwort versprochen mein Mikrofon. Also, vielleicht fangen wir mal bei den grundlegenden Dingen an. Der International Startup Campus. Was bringt mir das denn als Startup? Was ist sozusagen der Main Benefit von dem, was ihr als Programm bietet? Ja, hallo erstmal, ich bin Steve. Danke Marco für das Intro und du hast ja im Prinzip schon ganz viel vorweggenommen. Du hast schon einiges erzählt. Also ganz grundsätzlich ist der International Startup Campus ein Kooperationsprojekt der Unis in Halle, Jena und Leipzig, also sprich ein mitteldeutsches Projekt, gefördert vom BMWI. Und unsere Aufgabe ist es im Prinzip, deutsche Startups bei ihrer Internationalisierung zu unterstützen. Und dazu haben wir in 3 asiatischen Ländern sogenannte Hubs entwickelt. Aber jetzt will ich mal kurz fragen, sind Startups hier, die schon international tätig sind? Mal kurz Hand heben. Was heißt international tätig? Also tätig, in einem internationalen Markt agieren. Also jetzt nicht nur Deutschland, in Deutschland oder in, ja, hier lokal oder regional agieren. Und auch sondern nicht nur Europa, sondern weltweit? Oder ja. Völlig egal? Alles. Völlig weltweit. Ich wollte einfach mal testen, ob schon jemand hier ist, der... Ob noch alle wach sind quasi, ja. Ob noch alle wach sind, genau. Sehr gut. Und vielleicht sind ja Startups hier, die sowas ins Auge gefasst haben, in andere Länder zu gehen, andere Märkte zu erkunden. Mhm. Und wenn dem nämlich so wäre... Kann man auch die Hand heben jetzt und hier zuhören, denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht. Kann man hier drücken für die Präsentation? Welches ist denn der? Egal. Ich erzähle einfach weiter. Also der International Startup Campus unterstützt perfekt Startups, die nach Asien internationalisieren wollen. Und das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen passieren. Das kann Sourcing sein oder ja, Lieferanten finden praktisch oder eben auch Kunden, je nach Land oder nach eurer wie auch immer gearteten Geschäftsmodellage. Und wir haben im Prinzip Offices in Shanghai, in Ho Chi Minh City und in Tokio. Und mit uns habt ihr im Prinzip die Möglichkeit, eine Plattform zu bekommen, um eben in diese 3 Länder zu gehen. Wir haben das schon ein paar Jahre gemacht, zumindest auf dem chinesischen Markt, haben bisher über 20 Startups begleitet nach Shanghai. Marco hatte sogar mal die Gelegenheit, auch mitzukommen, deswegen braucht er gar nicht so neidisch sein. Und was ein ganz besonderer Benefit ist für die Startups, wir können dadurch, dass wir von der Bundesregierung gefördert sind, tatsächlich auch ein paar Förderelemente weitergeben. Also wir können den Flug bezahlen bis zu einem gewissen Level. Das heißt, jetzt keine Business Class oder sowas, aber man kommt auf jeden Fall mit uns im Flugzeug dahin. Wir können euch auch einen Schreibtisch zur Verfügung stellen in unseren Partner-Coworking Spaces in Shanghai und in Ho Chi Minh City. In Japan bauen wir das gerade noch auf. Und wir können euch auch ein kleines Taschengeld geben, um euer Hotel zu bezahlen und ja, vielleicht auch was zu essen zu kaufen. Aber das ist der finanzielle Benefit. Es gibt noch einen größeren Benefit, letztlich auch im Networking und in den Aktivitäten, die wir vor Ort machen. Also das heißt, es gibt dann irgendwie Market Information Workshops und Seminare. Wir vernetzen euch mit potenziellen Partnern und bringen euch in die Kreise, wo ihr sein wollt. Wir haben ein paar kleine Impressionen. Das ist in Shanghai auf einer Messe gewesen, also sehr spannendes Event, wo man eben auch spannende
Persönlichkeiten kennenlernt. Wojtek war kürzlich in Vietnam, da hast du vielleicht noch eine Frage dazu. Ich will es ganz kurz machen, wir haben ja nur eine Viertelstunde. Und das ist noch eine Impression aus Hongkong, also auch mit den örtlichen Auslandshandelskammern sind wir in Kontakt und können da eben auch Netzwerke für euch generieren. Hast du noch eine Frage? Ja, immer, tausende. Ich wollte nur aus dem Weg gehen, damit man das ein bisschen sieht. Ich war ja einmal in Shanghai mit dabei und durfte quasi eine Klasse begleiten. Und anschließend daran frage ich mich so ein bisschen, also was muss man denn als Startup mitbringen? Wann ist denn ein guter Zeitpunkt, sozusagen Teil eines solchen Programms zu sein? Ich kann mich erinnern, damals war das ein riesengroßes Thema. Ne? Ich bin zu früh, ich kann vielleicht noch gar nicht liefern oder ich will erstmal überhaupt scouten oder ich bin schon ganz, ganz weit und ich brauche so ein Programm vielleicht gar nicht mehr. Könnt ihr kurz einen Einblick drin geben, was sollte ich schon vorher haben und wie weit müsste ich quasi sein, dass es gut passt? Danke, Marco. Mein Name ist Wojtek vom International Startup Campus, Kollege von Steve. Genau, ich war zum ersten Mal dieses Jahr in Vietnam mit einer Gruppe von 6 deutschen Startups. Und genau das, was wir auch bemerkt haben, auf jeden Fall, was die Startups brauchen am Anfang, ist fertiges Produkt oder fertige Lösung. Das muss gewährleistet werden. Erst dann können wir die Startups mit uns mitnehmen, weil dann ist es wesentlich einfacher, die Produkte vor Ort zum Beispiel zu präsentieren. Beziehungsweise die Startups müssen eine klare Vorstellung haben, was wollen sie vor Ort erreichen. Also eine Möglichkeit ist, wenn Sie suchen zum Beispiel nach IT-Support oder IT-Unterstützung oder wenn Sie irgendwelche Produkte produzieren lassen wollen. Warum fokussieren wir uns hauptsächlich auf diesen 2 Themen? Ist das, wie ihr wisst, Vietnam ist ein Entwicklungsland und hauptsächlich die profitieren davon, dass die Arbeitskosten und Produktionskosten relativ niedrig sind. Deswegen, wir können eine Win-Win-Situation schaffen für Partner in Vietnam, die können neue Aufträge bekommen und für unsere Startups, weil die können viel Geld sparen mit der Zusammenarbeit. Und das ist der Argument, wo wir ziemlich einfach die Leute überzeugen können für die Zusammenarbeit mit uns. Natürlich geht es auch, die Unterstützung funktioniert es auch, wenn wir wollen oder wenn die Startups wollen irgendwelche Produkte anbieten vor Ort. Jedoch, wir müssen auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Technologien, die hier ein Hype sind, müssen nicht unbedingt so gesehen werden in Vietnam. Und manchmal haben die Startups geile Technologien, innovative, aber die Leute sind nicht bereit, dafür zu zahlen, jetzt. Die sind einfach nicht so weit zum Beispiel, genau. Habt ihr bestimmte Branchen, die gut funktionieren oder wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Oder andersrum, gibt es auch eine Blacklist, wo man sagt, okay, da sollte man regulatorisch oder aus welchen Gründen auch immer vielleicht die Finger davon lassen, weil es gar nicht so viel Sinn macht, in diese Märkte zu gehen? Ja, also Marco, wir sind, wenn es geht um Branchen, wir sind branchenoffen. Also es geht praktisch alles. Ich muss jedoch sagen, dass alle Branchen, wo die Zusammenarbeit für die Zusammenarbeit die Kontakte mit Regierung notwendig sind, ist schwierig, weil dann muss man auch ja, sehr gut vernetzt werden beziehungsweise Kontakte ganz oben haben. Und das ist relativ schwierig in Vietnam, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, um diese Kontakte zu akquirieren. Aber sonst, wenn es geht um normale Kooperationspartner, funktioniert also branchenoffen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz was dazu zum Prozess. Also wenn die Leute bei uns das Onboarding machen, im Prinzip ist es notwendig, dass die schon eine Art Worklist im Prinzip ausarbeiten. Also wir haben dann einen, sagen wir mal, 3- bis 4-monatigen Vorbereitungsprozess, bis es dann zur eigentlichen Reise kommt. Das heißt, die reisenden Unternehmen und Personen sollten im Prinzip im Vorfeld auch schon gut ein paar Hausaufgaben gemacht haben. Wen wollen die kennenlernen ungefähr? Welche Partner stehen da auf der Liste? Und das hilft uns dann eben auch, die richtigen Türen versuchen zu öffnen. Also wir haben ja ohnehin in Vietnam durch unser Projekt, was angedockt ist an der Uni Leipzig, ein sehr vitales Netzwerk in Vietnam. Und da geht die ein oder andere Tür eben schneller auf. Nur wir müssen es eben vorher wissen. Genau. Ja. Was ist auch wichtig zu erwähnen, wir haben 2 Kolleginnen, die vor Ort in Vietnam sitzen. Und wenn wir zum Beispiel die Bedarfe kennen von Startups, die internationalisieren wollen, wir können schon im Vorfeld die Kontakte oder die Tür öffnen. Für die Startups. Genau.
Ja, ich würde gerne ein bisschen praktischer werden. Also so eine Reise, wie läuft das ab? Was sind das für Erfahrungen, vielleicht kulturell auch? Was ist schockierend in den ersten Tagen? Wie bereitet ihr die Reisenden vor? Was passiert in so einer Woche, zwei Wochen? Gibt es da so eine verschiedenen Phasen, wo man dann denkt, ja, alles ist großartig oder um Gottes Willen, das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Also erzählt mal ein bisschen, was da so passiert. Aber genau, Marco, danke dir für diese Frage. Auf jeden Fall, wir bereiten die Startups im Vorfeld, wenn es geht um die Geschäftskultur und so weiter, Marketing in Vietnam, solche Themen, organisieren wir Workshops zum Beispiel, Trainings für die. Aber alle Startups haben in den ersten zwei Tagen Kulturschock erlebt. Weil in Vietnam funktionieren die Geschäfte völlig anders als in Deutschland. Also das ist ganz normal, dass die Leute dich per WhatsApp oder per Facebook anschreiben um 23 Uhr. Und du musst einfach diese Frage beantworten oder diese Nachricht zurückschreiben. Das funktioniert, das ist normal. Die Leute arbeiten zum Beispiel 12 Stunden am Tag, völlig normal. Und hauptsächlich, was ist auch ganz interessant in Vietnam, ist, dass wenn du einfach die guten Kontakte entwickeln möchtest, du musst mit dem potenziellen Partner 10-mal Mittagessen gehen, 20-mal sich für Kaffee trinken treffen und sogar Karaoke machen. Erst dann bist du in das Netzwerk aufgenommen und dann bist du weiter empfohlen und weiter vernetzt. Das funktioniert tatsächlich so. Das klingt nach einem vollen Programm für zwei Wochen. Ja, man ist viel mit Singen beschäftigt wahrscheinlich. Jedenfalls ist es also, was Wojtek gerade über Vietnam gesagt hat, in China ganz ähnlich. Also das haben wir auf den Reisen auch festgestellt. Die logischerweise Kultur ist eine ganz andere, auch die Unternehmenskultur eine ganz andere, die Kommunikationskultur eine ganz andere. Also kleines Beispiel, wenn ihr mit einem chinesischen Partner zu tun habt und der nickt und sagt ja, meint er nicht ja, ich stimme dir zu, sondern ja, ich verstehe dich. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied. Also das kann im Prinzip auch große Missverständnisse generieren. Und wen das dann nochmal genau interessiert, wir haben 15 Uhr noch einen Panel-Talk mit unseren Alumni-Unternehmen, die mit uns in China bzw. in Vietnam waren. Und die werden dann nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da genau abgelaufen ist. Deswegen würde ich an der Stelle gar nicht so vorgreifen, wie sowas abläuft, sondern würde dann das aus erster Hand nachher zum Besten geben. Kleiner Teaser für später aufheben, sehr gut. 15 Uhr... Speakers Corner. Genau. Macht ihr denn auch eine Beratung vorher? Also sozusagen kommen die Startups auf euch zu und sagen, mich interessiert Shanghai total oder ich will unbedingt nach Vietnam? Oder sagt ihr auch, na Moment, mit diesem Produkt müsst ihr aber eher draußen gehen, weil ihr habt ja drei verschiedene Märkte, die ihr sozusagen adressiert, die auch völlig unterschiedlich funktionieren. Übernehmt ihr sowas auch oder ist das eigentlich vorher schon klar? Nee, also solche Beratung machen wir tatsächlich im Vorab. Wir treffen uns mit den potenziellen Kandidaten für die Reise und wir überlegen einfach, ob das überhaupt Sinn macht, ob diese Produkte oder Dienstleistungen Chancen haben vor Ort. Wie ich gesagt habe, wir haben zwei Kolleginnen, die in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt sitzen und die können auch zum Beispiel diese Produktideen und so weiter mit weiteren Experten aus Vietnam besprechen und dann bekommen wir auch Feedback vor Ort direkt, ob das Sinn macht oder ob das angepasst werden muss und so weiter. In China funktioniert es auch ähnlich, weil unser Kollege sitzt auch permanent in Shanghai. Vielleicht mehr über China-Prozess kann Steve auch erzählen. Also aktuell war es ja so, wir mussten ja, da unser Projekt Anfang 2020 gelauncht wurde, auf Basis von einem anderen Projekt, was sich auch um China gedreht hat, war natürlich unser USP, diese Accelerate-Reisen, natürlich erstmal tot durch die ganze Corona-Geschichte. Das heißt, wir mussten es dann ein Stück weit umstricken und haben überlegt, wie kann man denn im Prinzip unser Kapital, jemand vor Ort zu haben, anderweitig nutzen und haben dann überlegt, so eine Art Replacer-Service zu generieren. Das heißt also, unser Kollege Martin sitzt in Shanghai und vertritt ja praktisch stellvertretend deutsche Startups, kann dort auf Messen gehen. Also wir hatten ja immer so eine antizyklische Corona-Entwicklung mit China. Also immer wenn es bei denen gut war, war es bei uns besonders schlecht und umgedreht. Und wir haben im Prinzip diese Corona-Pausen in China gut nutzen können, um deutsche Startups dann dort auf Messen zu präsentieren über unseren Kollegen, oder der hat dann eben die richtigen Kontakte getroffen und konnte das Produkt oder Dienstleistung, das Unternehmen generell vor Ort präsentieren, was eigentlich eine ziemlich coole Sache war. Es ist relativ kostengünstig oder praktisch kostenfrei gewesen fürs Unternehmen. Wir denken, so konnten wir zumindest ein bisschen kompensieren, dass wir nicht reisen konnten. Muss allerdings dazu sagen, ein
Also du hast ja am eigenen Leib erfahren, eine Reise in das Land ist durch nichts zu ersetzen, weil die Erfahrungen, die du machst vor Ort mit den Menschen und die ganzen anderen Gebräuche und die ganzen Dinge, wie Sachen funktionieren, kannst du nicht theoretisch lernen. Das sollte man live erfahren. Ja, spätestens als in einem Restaurant, es war ein super kleines familiär betriebenes Restaurant, das war so ein kleines Aquarium in der Ecke und ein ziemlich großer Frosch saß und man sich das auswählen konnte. Egal. Auf alle Fälle schöne Erfahrungen und sehr, sehr bereichernd. Vor allem auch im Bereich, also jetzt zum Thema China, wie weit da die Digitalisierung fortgeschritten ist. Ja. Kleine Anekdote vielleicht dazu. Versuchst du einen Kaffee zu kaufen im Café und ich hatte mir natürlich mit meiner EC-Karte dort noch ein bisschen Bargeld besorgt, damit man irgendwie halbwegs überlebt. Das war 2017. Und da war praktisch in ganz China schon keine Münze, kein Geldschein mehr unterwegs. Und das Prinzip der EC-Karte oder Credit Card haben die ja komplett übersprungen. Die sind praktisch vom Bargeld direkt zum Mobile Payment übergegangen. Das heißt also, der nächste Schritt war, sich eine App zu installieren, um dann Mobile Payment machen zu können, weil du stehst im Café, willst deinen Kaffee bezahlen und die drei Leute gucken dich völlig ratlos an und gehen dann erstmal 10 Minuten in den Keller, um Wechselgeld zu suchen. Also das passiert und das ist eben was man sich, wenn man hier lebt und vielleicht auch die agilen Prozesse, Entwicklungsprozesse, Trial-and-Error-Phasen in China nicht erlebt hat, kann man sich das nicht vorstellen. Das ist schon ziemlich verrückt. Jetzt haben wir viel über die eine Richtung gesprochen, also deutsche Startups zu begleiten nach Asien. Ist das eine einseitige Geschichte? Also ist es die eine Richtung nur intendiert oder gibt es eine Gegenrichtung? Nee, es gibt tatsächlich eine Gegenrichtung. Wir organisieren jedes Jahr einen Pitch-Wettbewerb in Ho Chi Minh City in Partnerschaft mit University of Economics in Ho Chi Minh. Und wir unterstützen dann zwei Startups, die internationalisieren nach Deutschland bzw. nach Europa wollen. Und wir organisieren ein vergleichbares Programm für die Startups. Dieses Jahr war die erste Gruppe hier in Deutschland. Waren zwei Startups, es sollen drei kommen, aber ein hat einfach kein Visum bekommen, leider. Genau, und wir haben für die zum Beispiel Meetings mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Partnern organisiert, Meetings mit Distributoren zum Beispiel, auch Trainings, Coachings und so weiter. Sie haben auch Coworking Space an der Universität bekommen. Sie haben insgesamt 2 Wochen hier verbracht und auch diese Zeit benutzt, um weitere europäische Länder zu erkundigen. Ja. Gibt es denn, also ihr habt sehr viel über operative Schwierigkeiten beim Reisen, also wir wollen jetzt gar nicht mit Flughäfen und sowas anfangen, aber also wie funktioniert es genau, dass ihr, also ihr habt selber einen Turnaround mitmachen müssen, einfach gezwungenermaßen. Wie ist denn das mit China gerade? Also ist jetzt gerade wahrscheinlich, wenn es bei uns locker ist, ist dort gerade wieder crazy. Wie funktioniert das? Also wie lange muss man vorplanen? Wie funktioniert das auch mit, also für die Startups? Weil die müssen ja auch planen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi dann reisen. Ganz genau, Marco. Das ist aktuell die größte Herausforderung, diese Unplanbarkeit von Reisen generell, zumindest im Bereich China. Und wir hatten jetzt mit einem 2-monatigen Aufwand unseren Kollegen Martin wieder nach China verfrachtet, der jetzt dann auch 3 Wochen im Quarantänehotel zubringen musste. 3 Wochen praktisch das Zimmer nicht verlassen, das Essen unter der Tür durchgeschoben bekommen. Und das macht es natürlich für ein Startup, was ohnehin, also selbst mit unserem Support, immer noch genügend Geld bezahlen muss, um dahin zu reisen. Damit macht es praktisch unmöglich, aktuell dahin zu fahren. Also wir können nur hoffen, dass China diese Null-Covid-Strategie vielleicht irgendwann fallen lässt und damit eben auch, sage ich mal, die Einreisebedingungen sich massiv lockern, sodass wir dann irgendwie planen können. Deshalb gibt es jetzt diesen Replacer-Service, also der ist immer noch intakt, kann genutzt werden. Da kann jeder, den das interessiert, zu uns kommen. Wir haben da unten am See einen kleinen Stand. Da seht ihr den Aufsteller International Startup Campus und dann können wir euch auch Näheres darüber erzählen, wie das genau funktioniert, wie das Onboarding geht und wie ihr mit uns nach Asien reisen könnt. China, Japan, Vietnam. China erstmal in Klammern. China ist on hold, aber irgendwann wird es auch wieder möglich sein. Das sind die 3 Länder, die ihr anbietet oder gibt es noch andere Sachen? Ja, also das sind zumindest die Länder, wo wir die besten Netzwerke aktuell entwickelt haben über die letzten Jahre. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, wir wollen irgendwas vielleicht in Afrika machen oder in Südamerika, würde auch gehen. Also dadurch, dass unser Kompetenzzentrum auch durch einen internationalen MBA, den wir anbieten, ziemlich viele Alumni in der ganzen Welt hat, können wir nahezu
also auf dem afrikanischen Kontinent und auf dem südamerikanischen Kontinent ziemlich viel abdecken. Das müsste man aber im Einzelfall prüfen. Da gibt es jetzt kein so festgelegtes Programm wie bei diesen anderen drei Ländern. Aber das Netzwerk ist sehr groß. Ich weiß nicht, wie viele Alumni. Wir haben irgendwie 1000 Alumni, die bei uns den MBA gemacht haben und die dann wieder in ihre Länder zurückgehen und die dann immer noch angedockt sind. Und da ist immer irgendwas möglich. Sehr schön. Ich gucke mal kurz ins Publikum. Gibt es akut Fragen? Die Möglichkeit besteht natürlich immer, das am Stand oder nachher nochmal in kleinerer Runde in der Speakers Corner besprechen. Aber falls es thematisch direkt die großen Ideen gibt, spätestens seit der Kröte, glaube ich, hat keiner Lust mehr zu fliegen. Das war vielleicht kein gutes Beispiel. Okay, also Gespräche könnt ihr weiter sozusagen am Stand führen oder nachher tatsächlich mit Alumni, also die den Prozess einmal durchlaufen sind. Die beiden sind den ganzen Tag da. Ihr habt die Gelegenheit, noch ganz, ganz viele Fragen loszuwerden, ob Internationalisierung generell eine gute Idee ist, wenn ja, jetzt oder später. In jedem Fall vielen, vielen Dank für eure Einblicke, für eure Praxiserfahrung und für auch die Bilder. Ja, es sieht fast aus wie bei uns heute. Ja, nur in der Vegetation können wir hier noch ein bisschen arbeiten. Ist das eine Ananas? Das ist eine Ananas, ja, sehr gut erkannt. Großartig. Gibt es eigentlich noch Erdbeeren? Anyway, ich schweife ab. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Marco. Einen großen Applaus für die beiden International Startup Campus. Tatsächlich ein verlässlicher und sehr, sehr langfristiger Partner auch unserer Veranstaltung und generell als Kooperationspartner. Immer wieder gern gesehen.